willkommen zu einem neuen thailändischen Rezept hier auf meinem Channel. Es geht um Kiao Nang Miauk. Ich habe es auf jeden Fall versucht. Mango Sticky Rice, den ich zum allerersten Mal in Thailand probiert habe, und euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Zu Beginn erstmal, dieses Video ist in Zusammenarbeit mit einem neuen Kooperationspartner von mir entstanden, Reishunger, wo ihr ja diese Boxen hier erwerben könnt, wo alle Zutaten für das passende Rezept eben drin sind. Dazu gibt es dann auch gleich noch das Rezept, ein schönes Bild, wie man es anrichten könnte. Und ihr müsst dann nur noch das Ganze halt durch die frischen Zutaten wie Mango ergänzen. Kostet nur 5,99 €. Mit meinem Code RICEVICTOR10 bekommt ihr dann auch nochmal 10% drauf. Also checkt das auf jeden Fall mal ab. Ansonsten kriegt ihr natürlich alle Zutaten auch im Supermarkt. Wenn ihr das Rezept nachmachen möchtet, solltet ihr auf jeden Fall etwas früher daran denken, denn der Klebereis sollte 2 bis 4 Stunden im Voraus eingeweicht werden, um am Ende wirklich cremig zu werden. Ihr legt also den Klebereis einfach in einer beliebigen Menge an Wasser, sollte auf jeden Fall eingedeckt sein, in eine Schüssel und stellt das beiseite. In der Zwischenzeit könnt ihr ja schon mal die Mango in Würfel schneiden. Ich habe hier für die Enden abgetrennt, das Ganze dann gerastert und dann einfach die Schale umgedreht, sodass man die Würfel ganz simpel rausschneiden konnte. Hinterher habe ich dann die Kokosmilch mit einem Esslöffel Palmzucker und etwas Salz aufgekocht und wenn diese am Kochen war, vom Herd genommen und abkühlen lassen. Wenn euer Reis dann auch lang genug gequält hat, könnt ihr diesen natürlich ganz normal mit der 1,5-fachen Menge an Wasser aufkochen. Und wenn dieser dann schön klebrig geworden ist, vom Herd nehmen, in eine separate Schüssel füllen und hier die aufgekochte Kokosmilch hinzugeben. Das Ganze einmal umgerührt, abgedeckt und für 15 bis 20 Minuten stehen gelassen, ist dann schon fast fertig. Denn jetzt müsst ihr es nur noch schön servieren, ein bisschen schwarzen Sesam drüber machen, eventuell sogar ein bisschen Minze und wenn ihr wollt, noch etwas von der frischen Kokosmilch darüber geben. Ich finde den Sticky Rice einfach super, es ist mega lecker. Man kann es auch super abkühlen lassen und dann, keine Ahnung, mit in die Uni oder in die Schule oder zur Arbeit nehmen. Man kann es natürlich aber auch warm genießen. Was ich euch aber empfehlen würde und was ich nicht getan habe, sucht euch eine gute Mango raus. Meiner Mango, mein Kleber, er ist reif und ich habe darauf vertraut. Wenn ihr wisst, wie sich eine gute Mango anzufühlen hat, damit sie auch wirklich reif ist, schreibt sie bitte mal in die Kommentare rein, denn dann werde ich beim nächsten Kauf auch darauf achten, denn nur die Mango war so wirklich das Manko an dem ganzen Essen. Die Makros blende ich euch natürlich hier jetzt auch nochmal kurz ein. Wie viel ich von was benutzt habe, schreibe ich euch noch unten in die Beschreibung rein. Hier findet ihr auch meinen Code, wenn ihr die Box von Reishunger probieren möchtet. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal zu einem neuen Rezept. Vielleicht auch wieder mit Reis, vielleicht auch nicht. Man wird es sehen. Macht's gut und ciao. So, the next thing we have to do is like put the coconut in the Topf. Jetzt muss man filmen, Alter. Das sieht so sexy aus. Mit einer Platte an so rumzutanzen. Du Spaß. Ach ja, die zeigt, wie man eine Mango schält. Und weil ich es nicht kann, filmen wir es nicht. Hätte ich gerne bitte nochmal in der Nahaufnahme. Eine Nahaufnahme von was genau? Von dem mit der Mango, das fand ich super. Oh ja, genau so. Ihr müsst das Messer da tief ins Fruchtfleisch rammen. Einmal zack, zarab, da ist es ab. Und zack, zarab. Ganz abrupt.